Und damit herzlich willkommen zurück. Es ist nachts, 21. Tag. Ich weiß gar nicht, was beim letzten Mal los war. Ach so, alles klar. Ich wollte höchstwahrscheinlich da durchjumpen, nachdem ich mir die Büsche von den Viechern geholt habe. Wenn man einen Speer, der ist ganz gut intakt. Und dann geht's los. Ich nehme mal sagen, das hätte es doch leicht mehr abgedrungen, als ich dachte. Ich habe nichts zu essen, oder was? Dann gehen wir mal durch. Und schauen wir mal, wo wir rauskommen. In einem vollkommen anderen Ort. Da ist Schilf. Den habe ich noch nicht. Oh, da muss man aufpassen bei den Viechern. Na gut. Die könnten wir jetzt Metalle mitnehmen, haben wir aber gerade nichts dabei. Oh, jetzt habe ich den Bildschirm runtergehauen. Kann ich die gerade machen? Kann ich. Kann ich noch ein Feuer machen jetzt? Nein, mir fehlt... Habe ich jetzt eine gemacht? Ach da. So, Stein, Stein, Stein. Und Gold. Müsst ihr aufpassen, dass wir nämlich jetzt hier nicht irgendwie... Also wird ja einerseits jetzt kälter nachts. Da müssen wir aufpassen. Und wir haben auch kaum noch was zu essen. Da müssen wir auch aufpassen. Dass ich jetzt nicht keine großen Sprünge mache. Wir müssen wirklich perfekt in den Winter reingehen. Also in den 25. Tag. Damit wir da jetzt ja kein Problem kriegen mit. Wäre schade, wenn das Display jetzt so gut läuft, nach dem 25. Tag oder so vorbei wäre, dann weil wir dann verrückt werden oder irgendwie so ein Spaß. Feuer kann ich jetzt mittlerweile machen, siehst du? Das ist sehr gut, dann können wir hier noch ein bisschen bleiben und dann noch ein paar Steine einsammeln. Wir haben verschiedene, was bringt... Wo gibt es da Unterschiede? Okay. Moment. Flint, Rock und Nitre. Was bringt der? Nichts anderes. Na gut. Aber nur grafisch-technisch ein bisschen mehr gemacht. Auch schön. Okay. Vorsicht bei denen, ich bin mir nicht sicher, ob die mich angreifen. Die Häschen sind mittlerweile auch schon weiß. Ich weiß noch nicht, wie lange der Winter geht, ist aber ohne Spaß. Okay, das sah schon mal nicht gut aus, was gerade passiert ist. Schauen wir mal, was hier noch so ist. Aber hier scheint nicht mehr viel zu sein. Wir kommen auch bald wieder in alte Gefilde.
Weiß nicht, wie weit mich das beeinflusst, wenn es gefroren ist bei mir. Diese Viecher schon wieder. Wo ist mein Speer? Der ist hier. Ich habe auch kaum noch Leben momentan. Wäre also nicht so intelligent, sich mit denen anzulegen, den Viechern. Frage ist natürlich, wann lassen sie mich in Ruhe? Da ist schon mal eine Falle von mir. Super, dann lassen sie mich in Ruhe. Nein, immer noch nicht. Dann bringen wir sie halt. Zu den Bisons. So, und tot ist es. So. Jetzt schnell ein Lagerfeuer aufschlagen, bevor ich hier wirklich noch aufhöre. Ja, nur auch da. So. Habe ich nicht gerade Pups aufgesammelt? Da ist noch Pups. 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 Blend. Blend. Was kann ich denn hier Neues bauen? Ein Turmelstone. Stores Turmel. Drop. Fire's getting a bit low, okay. Was kann ich hier jetzt noch bauen? Lightning Root brauchen wir nicht. Ich bräuchte jetzt für den Winter irgendwas, da brauche ich zwei Hasen dafür. Und ich kann hier noch was bauen, das sind jetzt diese speziellen Dinger. Ist jetzt nicht unbedingt doll, interessiert mich nicht wirklich. Ah, okay, der wärmt mich jetzt. Und da geht der Winter schon los. Wir müssen jetzt Scheiße sammeln, bis zum Abwinken auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drum rum. Denn wir brauchen im Winter irgendwie Nahrung. Ich glaube, das kann man so durch die Scheiße, ist mir gerade so aufgefallen. Das kann man wahrscheinlich nur durch diese Scheiße auch bekommen, diese Nahrung. Oh, okay. Stop. 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 Boah, komm her. Der verarscht mich. Ich hoffe, der Winter geht nicht zu lange ohne Mist. Da ist noch was. Ich werde den Winter damit verbringen, meine Base auszurüsten irgendwie.
Ganz ruhig, ich tue dir nichts. Dieser Zombie-Stone, der tut eine gewisse Weile anscheinend die Temperatur halten, wenn man ihn nahe des Feuers hingelegt hat. Wir holen jetzt mal. Wir machen das jetzt mal ganz kurz fallen. Die Tageszeit dauert ja noch ein bisschen länger. Und die Pinguine züchten da Eier und da entstehen Eisfelder. Interessant. Erstmal würde ich gerne das Dings hier kochen. Dann essen, dann kommen wir mal Leben dazu. Dann habe ich hier noch irgendwo was gehabt. Oh. Boah, das ist EOS, okay. Hab ja noch einen Cockpit. Das wird wahrscheinlich zu einer Mal zusammengefasst. Aber ich nehme jetzt lieber aus meiner Falle mit, wenn ich irgendwo noch eine habe. Okay, gut, das war jetzt auch nicht schlecht. Habe ich noch eine Falle irgendwo? Oder kann ich mir noch eine machen? Ja, kann ich. Super. Dann hole ich mir jetzt nämlich Hasen. Ich glaube, diese Pinguine werden nicht größer, die Flächen von denen, wo sie sie anbauen. So, okay. So. Na gut. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Was habe ich hier nicht noch drin? Ach lol. Ich habe auch noch 20 mal Scheiße drin. Ich habe hier eine zweite Falle drin. So ist es richtig. Ui, jetzt zischt der ganz schön viel. Ich glaube auch nicht, dass man die Pinguine angreifen darf. Ich glaube schon, den zweiten Angriff schon noch. Ja, los. Super. Stehe ich da mal her. Also wie die. Vielleicht habe ich ja Glück und fange ohne Möhre noch was. Wäre klasse. Wir machen das mal zurück, denn es wird kalt. Ich weiß nicht, wie sich die Kälte auf uns auswirkt. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass es auf jeden Fall nicht gut ist. Okay. Wir können... Moment. Den Stein erstmal aufladen. Und können jetzt hier uns etwas... Genau. So, damit's warm. Es bringt sowieso nichts, wenn wir jetzt losmachen. Nahrung haben wir momentan auch noch, deswegen lasse ich das auch mal. Wir haben auf jeden Fall noch 4 Stück davon. Ich glaube, wenn man die weglegt, dann halten die sich auch länger.
Ah, das ist ja schon roter Thermalstone, das heißt, der wird richtig warm werden. So. Über den Vogel da raus. Wow. Wow, beruhigt euch. Lol. Okay. Winterhead keeps here getting warm. Super, okay. das kann jetzt mal weg hier. Geh mal ein Stück weg. Ich weiß noch nicht, was genau was die Viecher machen. Nice and toasty hot. Na gut. Wie sieht's denn aus? Kann ich damit eventuell... Nein. Kann ich gar nicht im Winter machen, okay. Ich hol mir auf jeden Fall jetzt erstmal mehr Holz. Wir haben hier hinten alles kaputt gemacht. Da hole ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Holzkohle. Wenn ich den bald da wieder finde. Also, nicht Walter, es ist eigentlich nur... Oh, eine Blume! Blume! Sie hilft! Noch eine Blume! Was zu essen? Eine Blume! Was ist das für ein Riesengurkung? Hilfe! Hilfe! Gab's hier nicht? Ach, das war weiter oben, okay. So, stimmt, hier sind die Steinwelle gewesen. Na, wir werden jetzt keine böse Blume aufpflücken und dadurch eventuell total durchdrehen und den Winter verkacken. Wir werden hier hochgehen. Oh, hier war das doch. Asperkacke mitnehmen. Lol. Warum waren die jetzt so stark? Das passt mir jetzt gar nicht in den Kram, aber richtig gar nicht. Die waren letztes Mal doch nicht mal annähernd so stark. Super. Ja, natürlich ist mir kalt, ich habe keinen Bart mehr. Alter Schwede. Ich
Ich habe nichts, natürlich wird mir kalt. Was soll ich denn machen? Ja, das ist doch assi. Nein, es kann nicht sein, dass es jetzt so deswegen endet. Das kann jetzt nicht deswegen enden, Alter, ohne Mist. Jupp, wir sterben, weil es... Genau. Das war's, wir haben leider verloren, meine lieben Freunde. Weil wir gerade die Beasts angegriffen haben. Nochmal, echt jetzt so? Was ist denn das für ein Scheiß? Ist doch ohne Spaß. Wer soll denn sich... Das ist doch Schwachsinn. Wo bin ich jetzt so? Ja, wenn ich Glück habe, schaffe ich's. Rechtzeitig zu meinem Feuerstelle zurück, aber das bringt mir auch nichts, weil ich gar nichts habe zum Anzünden. Das Living Wood, was ich gerade hatte, ist auch weg. Hm. Ja. Lol. Jupp. Okay. Ja, meine lieben Freunde, das war Staffel 1. Es ist mega assi jetzt gerade gewesen, dass ich jetzt wirklich gestorben... Ich meine, wir haben die ja vorher mal angegriffen gehabt. Da haben die uns kaum Schaden gedrückt. Deswegen habe ich die jetzt auch gerade angegriffen aus dem Dings, weil ich mir gedacht, okay, ich hole mir noch ein bisschen Wolle von denen. Ja, aber jetzt... anscheinend nicht. Na gut, meine Freunde, dann müssen wir mal Runde 2 starten. ...25 Tage gibt es zu schlagen. Nein, Quatsch. Safe Quit. Also Quit. Natürlich nicht so. Ich will natürlich gucken, was die anderen Charaktere können. Play. Delete. Delete. Was habe ich eigentlich für Mods? Das ist der Tensor. Disable. Apply. Mods. Wir sehen uns mal gleich wieder, meine lieben Freunde.